Hi, yo Leute und ein allerherzlich willkommen hier zu einem neuen Part. Legend of Zelda, Ocarina of Time, Master Quest 100% Gesundheit, Link. Mensch, Link friert immer noch hier und holt sich einen übelsten Schnupfen. Deswegen werden wir ja schnell mal weitergehen. Ja, und das Gedicht hat uns ja eben einen kleinen Hinweis gegeben mit der Hymne der Sonne. Damit können wir nämlich... Ach, ich zeig's einfach. Wie ging das nochmal? Ah ja. Genau. Yeah! Jetzt habt ihr da so ein cooles Geräusch gehört. Jetzt sind die Viecher nämlich paralysiert und sie können uns nicht mehr angreifen. Oder besser gesagt, uns nicht mehr paralysieren. Ja, ihr Ärsche, das habt ihr nur davon. Ich weiß aber nicht, wie lange das anhält, deswegen gehe ich hier mal schnell raus. Und lass sie einfach mal links liegen, die blöden Viecher. Tschüssi! So, und dann gehe ich mal nach draußen und hoffe, dass es jetzt Nacht geworden ist. Als ich die Hymne der Sonne gelernt habe. Ja, es ist Nacht. Damit können wir jetzt endlich hier ein paar Gräber verschieben. Wenn wir das am Tag gemacht hätten, hätte der kleine Junge rumgemeckert, von wegen, dass er bei Boris petzt. Was übrigens dieser Typ da ist. Aber ich möchte erstmal mir etwas holen. Nee, das war es nicht. Das war das falsche Grab. Jetzt haben wir hier natürlich einen Geist befreit. Nein! Autsch! Ach toll, das Grab verschiebt sich jetzt von ganz allein. Oh, ein Rubin. Komm her, du scheiß Geist. Ah, jetzt visier ihn doch mal an. Ach, leck mich doch. Ich gehe jetzt hier rein. Ja, hier in dem Grab hat sich jetzt... etwas geöffnet, wo wir reingehen können. Yay, und da steht eine Kiste. Meine Kiste, meine Kiste. Und das ist ganz wichtig. Nehmen wir jetzt, haben wir hier den Hylia-Schild. Ja, Leute, den Hylia-Schild ganz umsonst bekommen, ohne irgendwie 80 Rubine auszugeben. Wir sind so cool und jetzt werden wir natürlich gleich mal ausrüsten hier. Ja, ich weiß, wie der Verkäufer schon gesagt hat, ist das Schild ein bisschen zu groß für uns. Link kann es quasi nicht als richtiges Schild benutzen, aber dass er sich so hinhockt und so, das wird nachher noch von Vorteil sein. Ihr werdet sehen. So, dann haben wir das auch geschafft. Gab es denn nicht sonst noch irgendwo was, wo man irgendwie reinfallen konnte? Ich bin mir nicht sicher, aber ich werde hier mal noch ein paar Steine verschieben. Am besten mal alle. Machen wir mal hier so einen kleinen Such- und Findepart. Oh, und ich höre eine Skulltula. Aber ich glaube, an die komme ich eh noch nicht ran. Du stirbst erstmal. Oder auch nicht. Sicher. Na komm, erscheine. Hey, nicht in der Wand verschwinden, das ist unfair. Ja, wo ist sie denn? Nein, oh. Warum will ich immer genau dann nach oben gucken, wenn Navi gerade was von mir will? Noch ein Geist. Autsch. Aber wenigstens geht denn das Grab von alleine auf. Oh, hier war auch nichts. So, weiterziehen. Na, auch ein Loch. Sehr schön. Wusste doch, irgendwo war noch ein Loch. Na, warte. Gegen dich haben wir doch was. Nämlich die Hymne der Sonne. Stopp. Verbrutzel im Hymne der Sonne. Yeah. Ich weiß gar nicht, wie ich das damals herausgefunden habe. Ich glaube, ich habe das einfach gespielt und dann habe ich... Nein, oh, jetzt hat er uns erwischt. Nein, geh. Nein, ich sterbe gleich. Scheiße. Mein erster Tod in Ocarina of Time. Wie konnte das passieren? Oh, ist das peinlich, Leute. Na Gott sei Dank kommen wir hier jetzt wieder an. Oh, ist das peinlich. Na warte. Mann, diese Peinlichkeit, das kann ich doch nie wieder gut machen. Jetzt muss ich mir auch merken, dass ich das in den Sterbekonto einfüge. Na warte. Nein, 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 nein. Boah, hau, lauf weg, Link. Schnell wäre die Hymne der Sonne. Dann wird er wieder paralysiert und dann können wir ihn von hinten angreifen. Das ist vielleicht besser. Das hätte ich auch vorher, glaube ich, so machen sollen. Ja, als kleiner Link ist es gar nicht mal so einfach, hier die Viecher hier zu töten. Na, warte. Ja! Stopp! Okay, das war's.
Das war's. Wieso? Gab's ja nicht noch irgendwas, wenn ich dich getötet habe? Warum liegst du hier eigentlich so rum? Verschwinde doch mal. Mann! Hier gab's nichts. Ich war mir eigentlich sicher, dass wenn ich den Typen töte, dass ich dann was kriege. Na gut. Wenn nicht. Bitte. Dann sei eben gemein. War hier noch irgendwas? Verschieben wir hier auch nochmal. Nein, nur ein Geist, der rumnervt. Los, triff mich, dann schiebt sich der Stein nämlich von alleine. Noch ein Geist, aber Geld. Geld. Und ich glaube, hier waren keine mehr. Und da unten war auch nur da, wo das Dingensbums war. Na gut, wir schieben hier mal noch. Nur so Interesse halber. Geld? Nö. So, nochmal geschoben. Gezogen. Schieben tue ich es ja nicht. So, okay. Jetzt quatschen wir mal den Typen da an. Ey. Hallo. Red mit mir. Dankeschön. Oh, bist du hässlich. Ey, Kleiner. Was hast du hier zu suchen? Ich bin Boris, der Totengräber. Ich sehe vielleicht zum Fürchten aus, aber ich bin ganz harmlos. Lass mich dir ein bisschen von meinem Nebenjob erzählen, ne? Ich, der Totengräber Boris, lade ein zur grausigen Grabkuseltür. Was kommt dabei raus? Was kommt dabei raus? Lasset uns graben und find's heraus. Willst du, dass ich hier grabe? 10 Rubine für... lass mal. Muss man noch ein Stückchen weitergehen? Jetzt, das machen wir jetzt nämlich für ein Herzteil. Ja, ich will, dass du hier gräbst. Na, wenigstens ein bisschen Geld. Gibt nämlich, zufällig kann man hier ein Herzteil rausgraben. Deswegen, werde ich das jetzt mal machen. Na komm, Sticker. Laufe, laufe. Jetzt. Jetzt. Reden. Willst du, dass ich hier grabe? Ja. Dann gib mir bitte das Herzteil. Was habe ich jetzt gekriegt? Nix oder wie? Ah doch, 5 Rubine. Wo ist denn das nächste? Ach, da können wir hier mal ein paar süße kleine Geister töten. Au! Ah ja, da war ja was. Mann, das ist unfair, sich unsichtbar machen. Wo ist denn der Typ? Ah, jetzt habe ich ein Loch verpasst. Scheiße. Das ist doch schneller als gedacht. Ich bin schon wieder fast tot. Geht weg. Ihr seid nervend. Boris, halt an. Halt an. Reden. Ja, ich will, dass du hier gräbst. Was gab's jetzt? Was gab's? Oh, toll, ein Rubin. So, ich muss an ihm dranbleiben. Dass er nicht schon wieder das nächste Loch verpasst. Und die blöde Skulltula. Nee, du musst noch ein Stückchen weiter, Junge. Noch ein Stück. Danke. Ja, grab mal hier. Nein, nix. Ah, toll. Wo ist das nächste Loch? Oh, hier unten erst. Kann ich ja mal schnell zu den Büschen davor und mir vielleicht ein paar Herzen holen. Vielleicht bringt's ja was. Herzis! Herzis! Ah, Gott sei Dank. Und schnell, bevor er da wieder am Loch vorbei ist. Oh, es wird jetzt hier ein kleiner Sammelpart. Geh weg! Ach, der dämliche Boris. Der langsame Boris. Blödes Skulltula. Mann, warum komme ich noch nicht an dich ran? Zack. Aber schon mal getötet. Komm. Boris, mach mal ein bisschen schneller. Wo ist jetzt hier schon wieder ein Geist erschienen? Oder hat er sich nur wieder zurück teleportiert? Schneller. Ne, irgendwo fliegt der. Jetzt. Hier, grab mal. Ach, wieder nix. Gut, beim nächsten Loch bitte. Jetzt. Reden. Ja, grab mal.
Ganz gut, dass ich da so viele Rubine habe. Oh, hier sind ja schon wieder die nächsten Löcher. Komm, hier muss doch irgendwann mal das Herzteil kommen. So viel Pech kann man doch nicht haben. Ah, noch ein Stück. Noch ein Stück. Perfekt. Frieden. Komm, gib mir das Herzteil. Was passiert, wenn ich jetzt ihn nochmal graben lasse? Ah, gut, okay. Dachte, dass es dann vielleicht random oder so ist. Okay, lass mir beim nächsten Loch graben. Hier ist perfekt. Ja, bitte, Herzteil. Na. Komm schon. Ich will ein scheiß Herzteil haben. Ey, weh, das ist hier drinne. Laufe. Ein bisschen schneller. Na komm. Jetzt. Ah, 5 Rubine. Ich habe bald keine Rubine mehr. Ich überlege jetzt, ob ich das offscreen machen soll oder... Ach, da hinten ist der Scheißgeist. Komm, hier einmal noch graben, bitte. Mist, da hinten hatte er, glaube ich, eins übersehen. Ich glaube, hier haben wir es verpasst. Ist mir eigentlich auch egal. Machst du mal ein bisschen hinne? Ey! Warum geht er jetzt nicht weiter? Komm, endlich! Er geht weiter! Lass mich! Ah, hier, krab, 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 krab. Ja, das Herzteil! Es ist mein! Yes! Finde noch ein Herzteil, dann erhöht sich deine Energieleistung um einen Herzcontainer. Und jetzt sind wir auch wieder voll geheilt und ich kann hier abhauen. Das war jetzt alles, was ich hier auf dem Friedhof wollte. Deswegen mache ich mal schnell die Biege. Lalalalalala. So, ich hoffe, das war jetzt nicht allzu langweilig. Aber es muss ja auch mal Sinn, ich will ja schließlich alle Herzteile haben. Da muss man da sowas schon mal durchmachen, ne? So, dann gehen wir jetzt endlich mal zum Todesberg, wobei ich hier das irgendwie schöner, schöner finde, wenn es hier hell ist. Dann machen wir mal noch einen schnellen Tag. Dann geht das schon. Tag. Yay. Dann haben wir auch wieder schöne Musik. Und die ganzen Hühner sind wieder abgehauen. Was macht die denn? Kann die nicht mal ihre Hühner beisammenhalten? Ich glaube, man kriegt dann auch nur Rubine, wenn man die jetzt wieder alle einsammelt. La, la, la. Ah ja. Hier war ja nur das Huhn drunter. Brauche ich jetzt auch mal wieder ein paar neue Rubinchen. Gut, dass ich vorher so viel gesammelt hatte. Da konnten wir die Grabgruseltour etwas öfter machen. So, jetzt müssen wir nämlich mit dem netten Herrn da sprechen, weil hier nach oben geht es nämlich zum Todesberg. Steht hier, glaube ich, auch auf dem Schild. Todesberg, passieren ohne Erlaubnis des Königs nicht möglich. So, quatschen wir ihn erstmal so an. Das Passieren ist nur mit königlicher Erlaubnis möglich. Hast du das Schild nicht gelesen? Oh, du bist ja noch klein Kind. Sicherlich kannst du noch nicht lesen. Ey, du Arsch, natürlich kann ich lesen. Unfreundliches Pack. Na gut. Nehmen wir mal den. Nein, unser Huhn ist weg. Hier ist unser Huhn weg. Na, hat sicherlich Link irgendwann Hunger gehabt und hat es dann doch gebraten. Na, egal. Zeigen wir dem guten Herrn hier mal unsere Erlaubnis. Gucke. Oh, das scheint in der Tat. Es ist ja das Handschrift. Lass mal sehen. Hm, na gut. Dies ist Link. Er hat den Auftrag, Hyrule vor dem Untergang zu bewahren. Prinzessin Zelda. Was ist denn das für ein seltsames Vorhaben? Ah, wie ihm doch sei. Du kannst passieren, Zwergenheld. Fühlst du dich jetzt lustig oder was? Ich bin halt nun mal so klein. Diskriminiere keine kleinen Menschen. Das macht man einfach nicht. Mann, das tut doch weh. Ach, Herr Nachwuchsheld. Ja? Falls du planst, den Todesberg zu besteigen, solltest du dich mit einem starken Schild ausrüsten. Hab ich doch. Bist du blind oder was? Der Vulkan ist noch immer aktiv. Mit dem Marktplatz, auf dem Marktplatz in Hyrule wirst du sicherlich fündig, wenn du Ausrüstungsgegenstände kaufen möchtest. Wenn du ihnen sagst, dass ich dich geschickt habe, machen sie dir sicherlich einen Sonderpreis. Ja, da hätten wir es denn für 60 Rubine gekriegt, Leute. Also so viel wäre es dann auch nicht gewesen.
Denkst du aber, deine Ausrüstung würde genügen? Dann laufe ruhig weiter. Ja, so haben wir es ja kostenlos gekriegt, ne? Was ist besser als kostenlos? Übrigens, kann ich dich um einen Gefallen bitten? Du musst es nicht tun, aber immerhin habe ich dir eben einen guten Tipp gegeben. Warst du schon beim Maskenhändler in Hyrule? Über diesen Laden spricht zurzeit jeder. Ich habe nur nichts von dem gehört. Mein Sohn drängt mich schon die ganze Zeit, ihm eine Maske zu kaufen, doch leider fehlt mir die Zeit. Könntest du mir eine Maske aus dem Laden besorgen? Ich meine, nur wenn du zufällig mal nach Hyrule kommen solltest. Wie gesagt, ich kann hier nicht weg. Mein Job. Arsch. Total unfreundlich. Aber trotzdem werden wir diese Sammelquests natürlich machen. Diese schöne Quest. Und da wir ja eh gerade so ein bisschen im Nebenquest-Fieber sind, werde ich dann auch mal gleich wieder nach Hyrule zurückhuschen. Und ihm da seine beschissene Maske holen. Auch wenn er ziemlich unfreundlich zu uns war, aber hey, wenn man den ganzen Tag da rumsteht, da hätte ich auch schlechte Laune. Den ganzen Tag da, wo so ein Motor rumstehen, wo eh keine Sau lang will. La, la, la. Warum will eigentlich keiner zum Todesberg? Ist doch richtig toll da. Die Goronen sind doch auch nett. Kann ich mir gleich vorstellen. So, schneller, Link. Ach Mann, wie freue ich mich, wenn wir später ein bisschen schneller reisen können. Aber ich will ja noch nicht zu viel verraten. Vielleicht gibt es ja wirklich Leute, die Ocarina of Time noch nicht kennen. Und dass sie quasi sich anschauen möchten, um das Spiel zu sehen. Und da würde ich ja viel zu viel verraten. Also sage ich ja lieber nichts. Also ab nach Hyrule. Und dann holen wir mal die komische Maske da. Aber wir können ja mal ordentlich Geld machen. Bevor die da übelst viel kostet oder so. Zack, zack, zack. Na gut, so viel ist es ohne, sind immer nur ein Rubin. Aber ist egal. Kleinvieh macht auch Mist. Wie man so schön sagt. Ey. Danke. Oh, schnell. Ah, da war er weg. Da war er weg. So. Oh, ein Fünfer. Sehr schön. Nein, du sollst da nicht rauf. Runter. Gegenknallen sollst du da. Gegenknallen. Hier sind nochmal ganz viele. Aber nichts drin. Nichts drin, nichts drin. Hier nochmal ein paar. Ah, haben wir ja schon wieder gut was beisammen hier. Oh, ich krieg langsam Hunger, Leute. Ja, ich nehme jetzt hier schon ein bisschen länger auf. Und das am Vormittag. Es ist gerade mal kurz vor 11. Ja, 11. Ich bin Ossi. Und das ist schon ein bisschen komisch eigentlich für mich. Weil eigentlich nehme ich immer eher abends auf. Aber jetzt habe ich gerade mal Zeit und habe ich gedacht, na, dann werde ich hier mal schnell aufnehmen. Besser ist das. Besser ist das. Der Marktplatz. Nee, da wollen wir uns kein Schild holen. Wir haben schon ein geiles Schild. Kostenlos. Für Lau. Für Luschi. Für nischt. So, Maskenhändler. Gib uns mal eine Maske. Och, der sieht ja lustig aus. Hallo und willkommen beim lustigen Maskenhändler. Wir handeln mit Masken, die alle Leute Freude bringen. Wärst du nicht auch gern ein Bote der Freude? Pass auf, ich leihe dir eine Maske. Du verkaufst sie und gibst mir dann das Geld. Willst du wissen, wie es funktioniert? Lies das Schild zu deiner Linken. Übrigens, wenn du alle Masken verkauft hast, wirst auch du glücklicher sein. Ja, vertrau mir. Ich will die da. Möchtest du die Fuchsmaske leihen? Ja, gibt ja keine andere. Die Fuchsmaske, trage sie mit Blub, um sie zu zeigen. Wetten, du machst dich damit beliebt. Yay, yeah, Leute, und jetzt haben wir die Fuchsmaske. Ein richtig geiles Gimmick. Zeig mal her, das Teil. So, cool, jetzt sind wir cool. Hier, guck mal, meine Fuchsmaske. Ich hasse Füchse. Mhm. Hat das Ding nicht gerade gesagt, wir sind damit beliebt? Super. Na, dann gehen wir mal schnell zum Soldaten zurück und dann werde ich den Part beenden. Hier, guck mal, meine geile Fuchsmaske. Lang lebe Prinzessin Cell. Fuchsmaske. Wow, kommst du gerade aus dem Fratzenwald? Schon lustig, wie die denn auf die Masken reagieren. Fuchsmaske, warum hält er die eigentlich nicht auf? Und warum ist das Texture-Pack jetzt so scheiße da? Hm, ein Fehler in der Grafik. Das tut mir leid, Leute. Ich hoffe, das bleibt jetzt nicht so. Ja, irgendwie ist gerade alles irgendwie im Arsch. Aber nicht schön. Maske ab. Vielleicht liegt es an der Maske. Das wäre unschön. Okay, ich hoffe, wie gesagt, es bleibt jetzt nicht so.
Ansonsten muss ich mal gucken. Okay, hier sieht jetzt alles normal aus. Das ist gut. Jo, geile Maske. Maske. Ich bin Henry Maske. Time to say goodbye. Oh Gott, jetzt fange ich wieder an zu singen, ey. Es geht ja gar nicht. La, la, la. Nein, hör auf zu singen, Rina. Mann, da muss man sich echt zwingen hier bei der Musik. Hier, guck mal, ich hab deine Maske. Ha, denkst du wirklich, dass ich dich nicht erkenne? Hey, ist das nicht eine Fuchsmaske? So etwas ist doch zurzeit sehr angesagt. Mein Sohn ist ganz verrückt danach. Wie wäre es, wenn... Würdest du sie mir verkaufen? Na klar, dafür bin ich doch hier. Jetzt hat er sie auf. Mein Sohn wird sich sehr über die Maske freuen. Vielen Dank, mein Freund. Du hast die Maske, für die du 10 Rubine bezahlen musstest, für 15 Rubine weiterverkaufst. Du hast einen Gewinn erwirtschaftet. Oh, bin ich toll. Geh nun zum Maskenhändler zurück und gib ihm seine 10 Rubine. So, Leute, und da der Zeit hier schon wieder total über ist, aber mein Handy wieder rummeckert, dass der Akku alle ist, werde ich jetzt hier den Part beenden. Ich hoffe, es hat euch wieder gefreut und wir sehen uns einfach im nächsten Part wieder. Ihr kennt das ja. Ciao.